Lungenkrebs ist nicht nur eine der häufigsten, sondern auch eine der tödlichsten Krebsarten weltweit. Das Tückische daran? Oft wird er erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt, wenn die Heilungschancen bereits drastisch gesunken sind. Doch es gibt Anzeichen, die frühzeitig auf Lungenkrebs hinweisen können. Und genau diese Anzeichen wollen wir heute mit dir teilen. Denn je früher du sie erkennst, desto besser stehen deine Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung. Also bleib dran und lass uns direkt starten. Nummer 1. Anhaltender Husten. Wir alle husten mal, besonders in der Erkältungssaison. Aber wenn ein Husten über Wochen anhält und sich mit der Zeit sogar verschlimmert, könnte das ein Warnsignal sein. Vor allem, wenn du Raucher bist oder warst, solltest du solch einen Husten ernst nehmen und einen Arzt aufsuchen. Nummer 2. Veränderungen beim Husten. Nicht nur die Dauer, auch die Art des Hustens kann ein Indikator sein. Ein tiefer, rauer Husten oder sogar Blut im Auswurf sind definitiv Gründe, um hellhörig zu werden. Nummer 3. Atemnot. Kurzatmigkeit nach einem Sprint zum Bus ist normal. Aber wenn du schon bei geringster Anstrengung oder sogar in Ruhe Atemprobleme hast, könnte das ein Zeichen für Lungenkrebs sein. Nummer 4. Brustschmerzen. Schmerzen in der Brust, besonders beim tiefen Einatmen oder Husten, sind nicht zu unterschätzen. Sie können auf einen Tumor in der Lunge hinweisen. Nummer 5. Heiserkeit. Eine Heiserkeit kann viele Ursachen haben, von einer simplen Erkältung bis hin zur Überanspruchung der Stimmbänder. Aber wenn sie länger als 2 Wochen anhält, könnte Lungenkrebs dahinter stecken. Nummer 6. Unerklärlicher Gewichtsverlust. Wenn du plötzlich und ohne ersichtlichen Grund an Gewicht verlierst, könnte das ein Warnsignal sein. Lungenkrebs kann den Stoffwechsel beeinflussen und zu solchen unerklärlichen Gewichtsverlusten führen. Nummer 7. Schmerzen in Knochen oder Gelenken. Wenn Lungenkrebs metastasiert, also streut, können Knochen und Gelenke betroffen sein. Schmerzen in diesen Bereichen, besonders in der Wirbelsäule, Hüften oder Brustkorb, sollten daher ernst genommen werden. Nummer 8. Häufige Infektion. Wiederholte Infektionen der Atemwege, wie Bronchitis oder Lungenentzündungen, können ein Anzeichen dafür sein, dass ein Tumor die normale Funktion der Lunge beeinträchtigt. Nummer 9. Veränderungen der Finger. Ein eher seltenes, aber dennoch mögliches Anzeichen sind Veränderungen der Finger. Insbesondere Verdickungen der Fingerkuppen oder Veränderungen der Nägel, bekannt als hippokratische Finger. Wenn du eines oder mehrere dieser Symptome bei dir feststellst, zögere nicht und suche einen Arzt auf. Und denk immer daran, Vorbeugung ist der beste Schutz. Das bedeutet vor allem, nicht rauchen. Was denkst du über diese Warnzeichen? Hast du vielleicht selbst Erfahrungen gemacht oder kennst jemanden, der von Lungenkrebs betroffen ist? Teile diese Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns. Und vergiss nicht, ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft keines unserer informativen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!